So, herzlich willkommen zurück zu Call of Doom Extermination Day, Map 10. Auch wenn es mittlerweile schon die 12. Folge ist. Was war das jetzt nochmal für eine Map? Na, werden wir ja sowieso gleich sehen. Map 10 ist auf jeden Fall die letzte Map von der ersten Episode. Ach, die Map, oh Gott. Ja, ich weiß nicht. Ist die etwas länger? Nee, die ist. Gut, das Ende ist relativ schwer. Aber sonst von der Länge her geht die sogar. Die Sachen lassen wir erstmal alle hier. Wir sind soweit gut ausgestattet. Kannst du bitte einfach mal die Fresse halten? Oh. That escalated quickly. Wie war das eigentlich? Man kann die doch auch ausschwärmen lassen, oder? Anti-Civil Bagels, Call of Friends, Fresh. Satellite Phone, wie war das? Achso, haben wir nicht. Attachment Select. Brodeldoom. Haben wir aber auch nur die beiden. Nach links und nach rechts rollen. Die scheinen ja gar nichts auszuhalten hier. Okay, die scheinen die echt auch gezielt anzugreifen. Aber. Ja. Gut, das heißt, die vier Leute bringen mir gar nichts. Ne, weil normalerweise bei Brutal Doom war es ja so, dass sich die Gegner nur auf uns konzentrieren. Das scheint jetzt nicht mehr der Fall zu sein. Mir auch direkt per Nase rumlaufen müssen. Meine Fresse. Wenn ihr eh nichts bringt, bitte alle einmal hier bleiben. Du, hallo. Du, hallo. Und der dritte? Du, danke. Meine Fresse, Alter, dreimal daneben geschossen, obwohl er ein Meter vor mir stand. So, okay.
sieht hier relativ ruhig aus. Hier geht der Spaß weiter. Oh Gott, die Roten. Ah! Man kann ja auch mit One-Hit treffen. Nice! Oh, war das gut? Ich hoffe ja. Aber ich weiß, nein. Naja, wir sind ja einigermaßen vorbereitet. So, was nehmen wir am dümmsten? Die hier. Was mache ich hier gerade? Gibt's ja nicht. Gott. Geht doch. Manchmal komme ich mir so vor wie so. Wie jemand, der gerade in dem Moment das Ziel komplett verlernt hat. Einfach so. Aber du bist nur die Pinky. Oder du Spectre. Da bist du ja. Oh Gott. Ich würde eigentlich gerne die andere Spinne da anlocken. Also jetzt habe ich die Revenants angelockt, das war so nicht geplant. Das wurde jetzt recht nicht geplant. Wo ist er? Ach da. Tja, bei der Munition müssen wir echt aufpassen. Okay, komm her. Regeln wir das halt wie Männer. Und jeder Mann hat eine Schrotflinte. So, mindestens in der Hose. Witzig, oh mein Gott. Los, hau ihn! Mach ihn tot! Warum rennt ihr immer so lange rum? Geht doch! Bei der Spinne finde ich ganz genauso. Der Pinky, der hat der Spinne überhaupt nichts gemacht. Der ist einfach nur drumherum gehoppelt. Wie so ein, weiß nicht, frisch verliebtes Ehepaar. Ja, das war gerade richtig schön dumm. Ich wollte eigentlich den Mancubus in die. Andersrum, die Spinne in die Schussweite des Mancubus locken. Oh Gott. Fühlt sich hier gerade schon ein bisschen wie Munitionsverschwendung an hier.
So. Zwei haben wir noch? Uah. Scheiße, hat er noch 16 Schuss gerade, Mann. Das ist nicht viel. Das ist wirklich nicht viel. Hier war ja auch wieder Pinkies auf uns, ne? So, wow, hallo, wow. Ah, da kommt ein Pinky. Spectre. Ist auch egal, wie er heißt. Achso, hier muss ich aufpassen, wenn ich hier lang gehe, gehen ja die Fallen auf. Die Sache ist. Ich habe irgendwie diese Dinger hier kein Vertrauen. Nee, diese Dinger hier kein Vertrauen mehr. Ich glaube, der hier ist ein bisschen zu nah dran. Ja, so ist gut. Hoffe ich doch. Hat gar nichts gebracht. Ich sag ja, die Dinger trauen gar nichts. Keine Ahnung, was mit denen abgeht. Ja, Mann. Was? Wo geht die denn jetzt hin? Könnte die Cent gefährlich werden gerade? Vor allem, weil die hier auch direkt in meine Nähe kommen. Fuck, Alter. Das ist nicht gut. Die Revenants gerade, die waren nicht geplant. Hä? Da kam doch schon jemand raus, Alter. Ach, leck mich doch. Gerade verarschen. Die Sache ist, ich könnte halt auch wirklich extrem safe spielen. Oh, einer ist wieder weg. Das Problem ist halt, da würde ich aber für eine einzige Folge halt mehrere Stunden brauchen. Und da muss ich halt ein bisschen Risiko gehen. Sag mal. Dankeschön. Aber gut. Häufig speichern hilft. So, da hinten. Ist jemand, der mir nicht gefällt?
So, das war gerade ein bisschen Trennung. Gutchen. Sieht doch schon mal gar nicht mal so schlecht aus hier. So, öffnen wir mal die Tür, oder? Doch. Kann ich jetzt eigentlich auch die Dinger da reinwerfen? Müsste eigentlich funktionieren, oder? Nein. Ah, mehr oder weniger. Ich muss ein bisschen Treffen üben, ansonsten klappt es. Ja. Das muss ich jetzt nur noch irgendwie alle anlocken. Das klappt am besten einfach mit Schießen. So. Kommt mal schon alle her. Hat doch gut funktioniert. Oh. Ich hasse, wenn sich irgendwelche Leute irgendwo teleportieren. Ich würde die beide da erstmal gerne weg haben, weil die mir gerade ein bisschen auf den Sack gehen. Oh nein! Sehr gut. Fucking Archweil, Alter. Are you fucking kidding me? Hä? Ist da gerade noch einer? Wann ist da zwei? Oder haben die einfach, waren es einfach nur so Überlebende? Scheinbar. Gut. Achso, halt. Wir müssen ja da drücken. Oh. Das ist ja vielleicht ein bisschen sehr hoch. Oh Mann, nein. Ach komm. Ach komm. Dieser Kack-Archweil. Ich höre ihn schon, aber ich sehe ihn gerade noch nicht. Ach, fuck. Ach, Mann, ey. Mist, er hat überlebt? Nee, er ist tot. Ja, weil er das auch gerade auch. Aber ich glaube, er ist tot. Wir haben ihn zwar gerade nicht getötet, aber wir haben ihm so viel Schaden zugefügt, dass er dann von niemand anderes gerade erledigt wurde. Sad life. Von den eigenen Kameraden verraten. So leicht kann es gehen. So, ich hoffe, ich werde jetzt wirklich nur ein Archweil. Da hinten ist ein roter Riese.
Diese Lampe, Alter, ich habe gerade halt einfach locker dran vorbeigeschossen und Tropfen dachte sich einfach so die Kollisionsbox. Nope. Einfach nope. Geht doch. Meine Fresse hier. Was ist los? Oh, Bescherung. Hm. Das gefreut mir aber. Wir platzen einfach mal rein hier. Schicken da. Ist bei denen bei das Beste. Einfach reinplatzen. Sonst gehen die einem nur auf den Sack. Dann haben wir es jetzt schon mal relativ gut gebootet. Oh. Nein, halt! Fuck. Kann ich beim Waffenwechsel nicht ducken oder was? Doch, eigentlich schon. Ich habe gerade Waffen wechseln und duck gleichzeitig gedrückt, aber der hat das Drücken erst verzögert angenommen. Ich meine, gut, ich wäre wahrscheinlich sowieso gestorben, einfach weil er zu hoch war von seiner Schießposition, aber jetzt mal davon abgesehen, würde mich halt interessieren, ob, ne, weil ab und zu wird Drücken an sich sowieso ignoriert. Und ich wüsste halt gerne, unter welchen Situationen was ignoriert wird, weil das natürlich schon durchaus interessant wäre zu wissen. Ne? Aus gegebenen Gründen. Three in a row. Nice. Hier waren Pinkies, ne? Oh Gott, jetzt geht's zu den Endgegnern. Das werden wir halt nie im Leben überleben. Wir gehen auf jeden Fall nochmal zum Anfang der Map, das Lager da ausräumen. Kann ich mal bitte hier hoch? Danke. Oh, Schrottmunition. Hm. Jedes Stückchen Munition aufsammeln, was geht. Denn für die Endgegner werden wir es garantiert brauchen. Ich weiß nicht mal, ob wir die Endgegner überhaupt schaffen. Weil die Endgegner, die jetzt kommen, die sind fucking schwer. Also wirklich. Das Problem ist, die haben Waffen, die sind quasi wie, naja, also, ja, irgendwie schon. Was? Nee, also, die schießen halt so eine komische Feuerbälle. Naja, also irgendwie so eine, na hier, so wie diese Hell Knights oder und diese Barons of Hell, verschießen die halt so eine komische Kugel. Das Problem ist, diese Kugeln machen nicht nur Normalschaden, sondern die machen zum einen Splash-Schaden, zum anderen relativ starken Schaden und wir arbeiten ja gegen zwei Gegner. Das heißt, wir können halt sehr schnell einkesseln. Und der Raum ist auch sehr unübersichtlich. Deswegen, diese Gegner da, die sind echt eine harte Nuss. Deswegen weiß ich überhaupt nicht, ob wir das überhaupt auf dem Schwierigkeitslevel schaffen. Weil die brauchen uns ja nur einmal treffen und wir sind weg. Das ist ja das Problem dabei. Und das auf so einem engen Raum ist nicht gerade schwer. So. Sehr schön, die wichtigsten Waffen sind schon mal einigermaßen gut gefüllt. Hat eigentlich auch alle Waffen nachgeladen. Aber der Schrotflinte brauchen wir definitiv noch Munition, aber da finden wir auch noch welche. Tja, ich würde mir fast sagen, stimmt, wir haben ja jetzt die hier. Vielleicht werden wir die auch mal einsetzen, mal gucken, wie effektiv die gegen die Fischer ist. Beziehungsweise die Viecher spawnen erst nachträglich rein. Vielleicht wäre das tatsächlich sogar eine relativ sinnvolle Art für diese Claymore-Minen. Das könnte bei denen sogar funktionieren, weil die, ne, das sind ja halt zwei, die nachträglich rein spawnen. Ach ja, die gibt es ja auch noch. Die habe ich komplett vergessen, Alter. ja, ihr könnt mir auch ein bisschen helfen, ne?
wenn ihr wollt. Wenn ihr unbedingt sterben wollt, bitte. War das gerade? Was ging gerade auf oder zu oder beides? Interessant. Einer fehlt auch. Ah ne, doch. Sind doch alle drei. Eugene, da sollten wir jetzt munitionstechnisch alles haben. Eine AK. Weißt du was? Eigentlich... Die Frage ist, brauchen wir die hier noch? Achso. Ich bin eher an die interessiert. Beziehungsweise, haben wir die schon? Wait a minute. Doch, das ist die, die wir haben. Nee, ist die nicht. Doch, das ist die. Lol. Nice. Die sieht halt so schon echt geil aus, ne? Schönes Ding. Ja, egal. Okay, dann haben wir hier also alles im Raum ausgekostet? Fragezeichen. Ja, da kommen jetzt die Endgegner. Das wird ein Spaß. Wir haben mehrere Ideen. Zuerst mal lassen wir die da kämpfen. Na gut, wenn die kämpfen lassen, wird schwer, weil wir können es ja kaum verstecken. Einer fehlt schon wieder, der Blaue. Der Plasma-Typ, ausgerechnet der Stärkste, kommt natürlich nicht mit, klar. Die brauchen wir gerade überhaupt nicht. Ich meine, ob ich das Ding jetzt einfach so aufgesammelt hätte oder da liegen gelassen hätte, ist beides Gleichverschwendung, weil wir kommen ja nicht mehr zurück, von daher. Bringt uns dieses blaue Puppelein da später auch nichts mehr. So, hey, war auch noch eine Waffe. War ja auch noch eine Waffe. Du bist die Waffe, die wir gerade haben, ne? Die hier, diese gute. Ne? Die gute hier. Die. Alter, die Walfee-Waffe. So viele Donuts, Alter. Ist das die Polizeirevier gewesen oder was? Ja, so, jetzt wird's spaßig, jetzt wird's ernst, jetzt kommt's drauf an. Ich würde mal sagen, ich weiß nicht genau von wo aus die spawnen. Ich glaube, spawnen die direkt hier auf der Plattform. Das heißt, wir packen auch mal. Man hört die sogar schon. Leck mich am Arsch. So. Wird das klappen? Garantiert nicht. Das klappt nie im Leben. Hallo? Wann kommen die denn jetzt so? Die Anzeige ist schon da. Habe ich jetzt mit dem Platzieren dieser Dinger da irgendwie den Spawn-Punkt blockiert quasi? Boah! Boah, Alter! Jetzt wollte ich mich aber gerade ein bisschen, ja, das heißt, die Claymore-Minen blockieren den Spawn-Point. Ist doch nicht das scheiß Ernst. Ernsthaft jetzt, das heißt, ich kann nicht mal strategisch vorgehen. Ja. Die blockieren das Spawn. Und schon spawnen. Ist das dein Ernst, Alter? Ich hasse das, wenn man nicht mal strategisch vorgehen kann, weil das Spiel dann... Gut, ich schätze mal... Warte mal kurz. Nein, dich packe ich mal hin. Ich schätze mal, die beiden hier blockieren das Ganze. Das heißt, ich packe euch mal so und so. Mal gucken, ob es jetzt funktioniert. Ja. Es funktioniert. Gut. Aber so wie es ausgesehen hat, waren die vier doch eher schlecht platziert.
Ich mach mal so, ich platziere mal den einen hier vorne. Mann, so. Die Frage ist auch, wie viel Damage machen die? Lass mal ganz kurz gucken hier. Also eine macht relativ wenig Damage. Ah doch, okay. Also ich brauche doch alle vier. Na gut. Okay, jetzt habe ich sie schon richtig. Sehr schön. Ich würde gerne hier noch. Ne, weil der eine scheint dazu überleben, dass ich den quasi dann nach hinten locken kann. Was ist gerade geschehen? Ach, leck mich doch. Ah. Hä? Was ist das denn für eine Kacke? Ja, wow. Ja, okay. Also einzeln bringen die Claymomin gar nichts. Sie bringen nur im Verbund was. Na super. Okay, dann muss ich das anders machen. Dann, wie viel C4 habe ich noch? 6 Stück. Einer hat minus 9, interessant. Okay. Weißt du was? Weg damit. Weg damit. Dann machen wir den anderen doch hier mit. Kalt. Scheint ja gar nicht zu bringen, ja. Wow. Schön, dass die beim Rumpfen Tropfen mich zielen, mich treffen können. Er ist doch bekloppt. Mit der Waffe brauchen wir eigentlich das gar nicht probieren, weil dazu müssen die irgendwo still haben, aber so wie die sich rumbewegen. Ah. Seht ihr, was ich meine? Dieser große Splash-Damage. Digga. Wo ist denn der? Achso, das war's schon. Jetzt würde ich gerne zurückgehen und diese Megasphäre abholen. Aber ich glaube nicht, dass das geht. Na. Ich meine, hier ist noch zwar ein Fahrstuhl, aber. Der ist offensichtlich nicht zu uns bestimmt. Das Ding hier, das ist doch. Oh. Okay. Der sah so besonders aus. Ich dachte, vielleicht ist der ein Schalter. Aber leider nicht. Ach, fuck ey. Na gut, klappt mit dem Fahrstuhl halt nicht. Gehen wir einfach ins Ziel. Nein, ich hab nicht gespeichert. Ach, fuck, Alter. Ich dachte, ich hätte, nachdem ich... Ach, fuck, Alter. Das gibt's doch ja nicht. Das wird so nichts. Ich muss die schon ungefähr so hier einstellen. So. Na super, Alter. Nochmal das Ganze, ey. Dieser Kack-Fahrstuhl, dass der mich auch irgendwie im ist. Habe ich schon gesagt, dass der Raum hier extrem eng ist?
Alter. Flash Damage, Alter. Keine Chance. Du hast keine. Das Gift funktioniert nicht. Du musst sie direkt am Anfang killen. Alles andere bringt nichts. Ach Gott. Gut, dann machen wir noch zwei, denn so hier. Weil die scheinen dann zur Seite quasi zu fliegen, ne? Dass wenn die dann zur Seite fliegen, die dann wegfliegen. Schuss doch mal! Wie wär's mit sterben? Schon mal was davon gehört? Kein Bock mehr, ey. Will die auch einfach aushalten. Na komm, dann halt nicht. Scheiß Claymore Minen kriegen doch sowieso nichts. Fick mit euch, kein Bock mehr. Haben wir zum Glück in knapp einer halben Stunde geschafft, aber diese Claymore-Mine gehen mir halt echt hart auf den Sack. Erstens finden die halt verzögert und zweitens kannst du die halt nicht sinnvoll einsetzen. Voll die gehen ja dabei einfach nur rumspringen. Danke dafür. Ah ja, was soll's. Bis zur nächsten Folge, beziehungsweise bis zur nächsten Woche erstmal. Und dann die nächste Folge in der nächsten Woche. Also die erste Folge in der nächsten Woche, was ja die nächste Folge ist. Yay.